Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Die Besetzungsaktionen der Stopfenreuther Au aus Protest gegen den Bau des Donaukraftwerkes Hainburg wird beendet. Die Hainburg-Gegner planen aber eine Wiederaufnahme einer solchen Aktion, sollte mit Baumaßnahmen begonnen werden. Der niederösterreichische Arbeiterkammerpräsident Josef Hesum spricht sich für eine Einigung zwischen den politischen Parteien zur Sicherung der künftigen Energieversorgung aus. Die USA und die Sowjetunion haben ihre Vorbereitungen für die am Montag in Genf beginnenden Abrüstungsgespräche der Außenminister Schulz und Gromyko abgeschlossen. Der Rückreiseverkehr der Winterurlauber hat heute voll eingesetzt. Das Wetter morgen, weiterhin kaltes Winterwetter. Kaltes Winter. Die Meldungen im Einzelnen. Nein, das ist kein Kater. Das ist ein Kopfweh. Man weiß doch, dass jede ernste Erkrankung beginnt mit Kopfweh. Von zwei Viertel Wein kriegt man doch keinen Kater. Und ein Stamperl Cognac trinkt jeder, wenn er sich den Magen verrenkt. Ach, mein Kopf. Frau Sockel, ja, hätten Sie vielleicht noch ein Rezept, was meinen Mann ein bisschen auf die Beine bringen könnte? Herr Knefrau, wir haben ihm doch schon alles Mögliche eingeflößt. Wenn wir dem noch mehr geben, wird ihm ja doch noch schlechter. Mein Engel hat immer gesagt, ein Kater muss ausschlafen. Naja, dann werden wir eben weiter am Attersee in der alten Bauernstube hocken. Obwohl sie schon sich in ihre Bestandteile auflöst. Doch nochmal wirklich, dass man diese einmalige Gelegenheit versäumen muss, Frau Sokol. Also das mit der Bahnstrecke kenne ich mittlerweile nicht aus, aber ich habe mir sonst noch was eingefallen. Was? Na, sie wissen noch was? Passen Sie auf, ja? Ich komme herein. Also ich bitte Sie, kommen Sie. Ich komme herein. Ich bin ja aber neugierig. Gott, hoffentlich fällt dir was ein. Das ist ja wirklich eine zu blöde Situation. Na also, Frau Sokol, was ist? Bin schon da. No. Nur ein bisschen Geduld, Gnefra. Ja. Ich setz mich da her, ja? Bitte. Danke, Gnefra. Der Herr Sektionschef, der hat doch einen sehr guten Kreislauf, nicht? Ja, mir ist nichts anderes bekannt. Also, ich meine, was meinen Sie aber damit? Ein Hausmittel weiß ich da. Ja? Also, das verjagt jeden Kater bis in die äußersten Ecken. Na also, was ist das? Los! Wir setzen ihn in ein sehr heißes Heublumen. Bad. Und dann lassen wir ihn 5 Minuten zieren. Was? Der Wacken. Was heißt Wacken? Na, so schön aufwacken. Weichen. Aufweichen. Lassen wir ihn 5 Minuten aufweichen. Und dann? Und geben immer ein heißes Wasser dazwischen, dazu. Und dann tun wir ihn ganz eiskalt abbrausen. Und wenn er dann noch lebt, dann haben wir Glück gehabt. Also, liebe Frau Sokol, nein, danke. Nein, das hat keinen Sinn. Mein Mann ist doch nicht mehr 20, um Gottes Willen. Aber er benimmt sich manchmal. Ich versuch's noch einmal. Vielleicht geht's ihm jetzt schon besser. Ja, sagen Sie, Frau, was ist mit den Möbeln? Was wollen Sie denn da? Mit den Möbeln? Ja, weil Sie gesagt haben, wo müssen Sie denn da? Naja, aber er muss die Möbel sehen, die neuen. Das ist doch so eine Geschichte. Entschuldigen Sie, ich bin so durcheinander. Ich habe Ihnen das gar nicht erzählt. Schauen Sie, mein Sohn, der kennt jemanden. Und der hat wieder erzählt, dass ein anderer ein Winzerhaus auflöst. Hier? Ja, und da gibt es alte Bauernmöbel und die will der verkaufen. Und mein Mann versteht doch so viel von Bauernmöbeln. Er sagt immer, er ist der Einzige überhaupt, der was davon versteht. Also der Einzige wird er schon nicht sein, aber er versteht wirklich was davon. Na, fahren Sie hin, Knefra. Nein, er muss sie sehen. Also jetzt schaue ich, ob es ihm besser geht, ja? Na bitte. Knefra, ich wollte Sie noch was fragen. Bitte schön. Was denn können noch? Sie stricken? Stricken? Ja. Nein, wieso? Dann muss ich Sie enttäuschen. Also Sie müssten wirklich am besten wissen, dass meine häuslichen Talente sehr begrenzt sind. Ich hab's gefürchtet. Ich bin schon die ganze Zeit ganz irritiert. Was wird das um Gottes Willen? Das ist der Hinterteil von einem Rücken. Also der Rücken. Der Rücken, ja, von einem Elefanten.
Ja, weil sie das sagen. Nämlich, mir kommt das auch sehr als ungetüm vor, weil da kann sich doch ein normaler Mann wieder in der Tuche einwickeln, nicht? Sagen Sie, für wen ist denn das? Für wen ist das bestimmt? Für den Herrn Janek. Ah, haha, Frau Sokol, Sie stricken also Pullover für Herrn Janek? Aber überhaupt nicht, ich doch nicht. Was? Die Frau Neuberger, ich helfe ja heute dabei. Aha. Aber Sie wissen ja, wie die Neuberger ist. Der hat so 10 Kilo Wolle gekauft, dann strickt's einfach drauf los. Wie es heute geht, kennt sie nicht aus, ich kenne mich auch nicht aus. Aber jetzt, wo Sie sagen, dass das so arg ist und fast eigentlich ein Bettvorleger ist, ja, bin ich sehr beruhigt. Ja, aber ein surrealistischer Bettvorleger mit den Farben. Ja, auf die Farben ist die Neuberger so besonders stolz. Aha. Und dann hat sie gesagt, Leger und Salopp muss er sein. So. Leger und Salopp ist modern. Leger, hat sie gesagt. Aha. Also wir werden was sagen, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Nur eines muss ich sagen. Es ist sehr erfreulich, dass die Frau Neuberger mit dem Herrn Janek scheinbar harmoniert. Die harmoniert so stark auf den Knüffel, dass ja der Arme schon flüchtet, muss ich Ihnen sagen. Ich glaube, die Sicht, in dem schon ihren dritten Ehemann, so und die Fuchs, heißt das ganz narrisch auf den Janek. Na, und überhaupt, seit er hier so einen Strudel braucht hat. Ich kann Ihnen sagen, da wird es in dem Haus noch was geben, wenn die zwei Weiber sich wegen den Janek. Also sehen Sie, ein bisschen Blutauffrischung und sofort ist in unserem Haus was los. Sag ja, fahrt es ja eigentlich nie. Na, sagen Sie mal, was mache ich denn jetzt mit den Klumpern und mit dem Ungetüm? Ich weiß es nicht, machen Sie einen Fußsack draus, in den Dimensionen würde das stimmen. Sie, jetzt muss ich zu meinem Mann, es ist ja dringend. Ah, Jesus, machen Sie auf, ich komme gleich wieder. Ich mache auf. Fußsack? Nur für ein Nilpferd, aber ich weiß nicht, ob Nilpferde Fußsäcke tragen, müsste man ergründen. Bitte, Fußsack. Na, Fußsack ist ein Blödsinn. Mach keinen Fußsack. Ja, bitte. Ja, grüß Gott, Herr Dr. Grüne, dass man Sie wieder mal sieht. Kommen Sie doch herein. Danke, wie geht's Ihnen denn immer, Frau Sokol? Ja, danke der Nachfrage. Gut. Ganz gut. Mein Gott, der Feiertag sind endlich vorbei. Man hat die üblichen 2 Kilo zugenommen. Jetzt muss man daran arbeiten, dass sie wieder heruntergehen. Und der Alltag hat uns wieder begonnen. Ja. Und besser könnte ich meine eigene Nachfeiertagssituation auch nicht definieren. Bitte, leg's doch ab. Darf ich, danke. Ja. Sagen Sie, was macht denn eigentlich Ihr kleiner Satansbraten? Ja. Bohrt er noch immer Löcher in die Wände? Nein, das ist längst Vergangenheit. Also der David könnte mittlerweile schon als Vorbild für gutes Benehmen gelten. Also ich weiß nicht, ich glaub's Ihnen nicht ganz, wenn es nicht direkt fehlt. Dann müssen Sie mal besuchen. Hier, gehen Sie doch eh rein, gell? Ja, wenn man mich empfängt. Ja, die kleine Frau ist einen Sprung im Schlafzimmer. Beim Herrn Sektionschef, der ist ein bisschen marot. Na, störe ich da nicht? Na, das hätte ich Ihnen schon gesagt. Gehen Sie nur hinein. Danke Ihnen. Danke. Bitte. Na also, 36,5. Das ist eine völlig normale Temperatur. Hilla. Aber geh. Ich bitte dich, schrei nicht so. Wieso? Ich schrei überhaupt nicht, aber dein Brummschädel, der registriert jedes gesprochene Wort als Schrei, liebes Kind. Ja, also vielleicht wären dir deine brutalen... Nicht angreifen. Meine Herren. Vielleicht werden dir deine brutalen Worte noch einmal wehtun. Das ist ja sicher der Beginn einer Kopfgrippe, nicht wahr? Ich habe Sehstörungen. Schau, weißt aber du, das rechte Auge, sie kreuzen sich so die Augen und dann... Und dann, ja, und Schwindel. Also ich darf mich überhaupt, die kleinste Bewegung und schon. Ja. Ja, und dann brüllst du noch so und dann sagst du noch einen. Was? Ich hätte einen Brummschädel. Ja, natürlich hast du einen Brummschädel. Das ist der Gipfel der Gefühllosigkeit. Aber nein, also wenn ich gefühllos bin, dann warst du gestern geschmacklos. Sag einmal, Franz. Was denn? Weißt du nicht, dass der Tommy und der Ernst dich gestern Abend ins Bett bringen mussten? So? Ja, natürlich weiß ich das. Aber schau, es war eben nach dem Nachtmahl, ist mir auf einmal schlecht geworden. Aber geh, das ist bitte, also nicht geschmacklos,
Das ist traurig. Das ist traurig. Also ich werde jetzt etwas sagen. Nach dem Nachtmahl warst du quietschfidel und munter. Nur übel ist dir geworden, wie du angefangen hast, die Weine zu kosten, die uns die Dolly zum Weihnachten geschickt hat. Die zwei Viertel. Das ist was? Zwei Viertel? Ja. Und dann nur so zur Kur noch einen Cognac. Gerät nicht so daher, das war selbstverständlich mehr, aber darauf kommt's doch gar nicht an, Franz. Es kommt darauf an, ob man Alkohol verträgt oder nicht. Dein ganzes Leben lang hast du Alkohol nicht angeschaut und jetzt glaubst du im Alter, dass du das verträgst? Und ihr habt die Scherereien. So, jetzt schlaft er. Naja. Also ich sehe schon, der wird mir heute die Möbel nicht anschauen können. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Überraschung. Grüß Gott, ich verspreche, ich bleibe nicht lang, weil die Frau Sokol hat mir schon gesagt, dass der Herr Sektionschef krank ist. Ah, kleine Indisposition, das ist gar nicht der Rede wert. Bitte nehmen Sie Platz, was darf ich Ihnen anbieten? Danke, wirklich nichts. Oh, aber Sie werden mir keinen Korb geben bei der Weihnachtsbäckerei. Gut, das sage ich nicht. Das ist nicht erlaubt, bitte. Danke sehr. Also ich war hier gerade in der Nähe von meiner früheren Frau, die wohnt ja gleich hier in der Nähe. Ja, natürlich, kann mich erinnern. Waren Sie zu Hause? Ja, nicht direkt, aber wie ich jetzt den David fürs Wochenende vorbeigebracht habe, da hat sie mir dann einen Kaffee angeboten. Aha. So, und jetzt erzählen Sie, Herr Doktor, also wie war's zu Weihnachten? Naja, es war alles nicht ganz einfach, aber ich habe meinen David, Gott sei Dank. Wir waren, die ganzen Feiertage waren wir zusammen. Was? Sie waren mit dem Kind immer ganz allein? Nein, das wäre ja nicht gut für den David, wenn wir immer nur allein wären. Wir haben, also ich habe ein Abkommen mit meiner Frau getroffen und wir haben versucht, eine intakte Familie zu sein und wir haben einiges zusammen unternommen, einen schönen Spaziergang und dann waren wir auch einmal gemeinsam im Kino. Ja. Es ist besser gegangen, als ich befürchtet habe. Aha, da haben Sie also viel Zeit mit Ihrer Frau verbracht. Ja. Ja, seid ihr euch dadurch ein bisschen wieder näher gekommen? Ja, näher gekommen, ich weiß nicht recht. Ich bin ja immer noch nicht über die Niki hinweg. Na ja, hören Sie, das ist aber doch selbstverständlich. Das kann ja gar nicht anders sein. Sie müssen mit sich selber ein bisschen Geduld haben, Herr Doktor. Wissen Sie, ein großes, echtes Gefühl, das kann man ja nicht einfach so ablegen, wie irgendein altes Kleidungsstück, das einem zu groß geworden ist. Nicht? Ja. Die Zeit, mein Lieber, die Zeit heilt alles. Wirklich wahr. Ach Gott. Na? Ja, und? Und was war noch? Wir haben halt vieles zusammen unternommen. Ja? Aber es gibt ein Problem und das hängt mit meiner Frau zusammen, weil also Sie haben doch gesagt, Sie kommen immer zu mir, wenn ich Sie Sorgen haben. Schön. Genau. Also wo drückt Sie der Schuh, mein Der Lieber? Schuh drückt mich jetzt da. Es ist so. No. Der David hat jetzt seine ersten Ski bekommen. Hm. Und Sie können sich vorstellen, er ist total verrückt damit. Er will mit den Skischuhen am liebsten ins Bett gehen. Natürlich. Aber es ist halb so schlimm, weil jetzt nächste Woche beginnt sowieso mein Winterurlaub. Aha. Und aber im September habe ich bereits Zimmer bestellt, noch mit der Niki in Kaprun. Ja. Und die Niki hat mit uns geschwärmt von diesen herrlichen Abfahrten und Rodelpartien und was weiß ich nicht alles. Aber inzwischen hat sich ja einiges geändert. Und ich glaube kaum, dass die Niki am 12. Jänner in Kaprun sein wird, um mit uns Ski zu fahren. Nein, mein Lieber, das glaube ich auch nicht. Ja, und jetzt hat der David in den letzten Tagen meiner Frau so zugesetzt, also dass sie mit uns mitfährt. Mhm. Ja, und dann hat sie dem David zuliebe natürlich zugesagt und hat die Tränenströme auch nicht mehr ausgehalten. Ja, aber entschuldigen Sie schon, der David wird doch mit Ihrer Frau ganz genauso gerne Ski laufen als mit der Niki. Und wahrscheinlich noch lieber, entschuldigen Sie. Ja, bitte. Ja. Obwohl der David die Niki sehr vermisst hat. Mhm. Aber das Problem wird jetzt sein, also ich befürchte, dass der David jetzt die neue Familienidylle, die neue alte Familienidylle mit Gewalt wird einfach festhalten wollen. Ja, das glaube ich auch. Das ist aber doch auch sehr verständlich. Jedes Kind möchte Vater und Mutter gleichzeitig immer bei sich haben. Ja. Ganz klar. Und das Problem ist, ich möchte vermeiden, dass er sich zu große Illusionen macht. Und Jens, vermasseln Sie dem Buben nicht den Urlaub. Bitte, tun Sie es nicht. Glauben Sie mir.
Ja, wie soll ich ihm... Schauen Sie, es ist ganz einfach. Sie sagen ihm einfach, also die Mami geht zwar mit ihm Skilaufen, aber sie wird dann nachher, wenn das Skilaufen zu Ende ist, wird sie nicht in die Wohnung kommen. Das müssen Sie ihm sagen. Ja, glauben Sie, dass er das auch so ganz einfach verstehen wird? Selbstverständlich versteht er das. Sie, wir unterschätzen die Kinder. Die sind viel vernünftiger und viel sensibler, als wir glauben. Ja. Und wenn Sie ihm das sehr, sehr lieb sagen, dann glaubt er sich dann auch. Ganz bestimmt. Hoffentlich. Ah ja. Das weiß ich. Ich weiß das aus Erfahrung. Wissen Sie, wir haben doch jetzt den... Entschuldigen Sie, war so kirrig. Wir haben doch jetzt den Stiefbruder von der Niki, den Oliver. Und bei dem machen wir dieselbe Erfahrung, fast täglich. Richtig, ja, der kleine Brasilianer, so der muss ja längst da sein. Mhm, ist er auch. Durch meine Probleme in den letzten Monaten habe ich das total vergessen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, bringen Sie doch einmal Ihren Buben zum Spielen zu uns. Ja, wahnsinnig gerne, unverschämt wie ich bin. Na, Sie sind überhaupt nicht unverschämt. Doch, doch, denn ich nehme jetzt sofort die Gelegenheit wahr, Sie zu bitten, ob der David am nächsten Mittwoch kommen kann, um 4 Uhr. Weil ich bin in einer riesigen Verlegenheit. Ich habe eine Monstersitzung, Ende nie. Ja. Und mir wäre geholfen und der David würde sich freuen, wenn er hier spielen könnte und nicht daheim bei meiner nicht allzu sonnigen Bedienerin auf mich warten müsste. Also, lieber Herr Doktor, das ist bereits bewilligt, selbstverständlich. Nur muss ich Sie bitten, entweder ist Oliver hier oder er ist unten bei meiner Schwiegertochter. Also, Sie müssen sich die Mühe machen und müssen an beiden Türen klingeln. Gut, ich klingel im ganzen Haus, mach ich sehr gerne. Und die ganze Zeit habe ich überlegt, wer hier wohl mit der Autobahn spielt. Ja, weil ich war fest davon überzeugt, dass das hier Gaffe. Manchmal tut er das auch. Ja, ich weiß, wie besitzergreifend so eine Autobahn sein kann. Deswegen hat der David bisher auch noch keine bekommen. Mhm. Weil Sie sagen, besitzergreifend, das ist nämlich der Grund, warum diese Autobahn einmal hier oben und einmal unten bei meiner Schwiegertochter aufgebaut wird. Denn wir alle miteinander brauchen doch hier und da wirklich Ruhe, wissen Sie? Ja. Und mein Tommy, der hat schon kann schon sehr, sehr gut aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Der hat eine tolle Methode wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Das glaube ich gern, dass der Tommy das kann. Oh, Sie bekommen Besuch? Nein, mich nicht, aber vielleicht die Frau Sokol. Ich glaube, das wird die Frau Neuberger sein, geht uns nichts an. Ich will Sie trotzdem nicht länger aufhalten, aber von Ihrem Angebot, mit dem David zum Spielen zu kommen, da mache ich sicher bald Gebrauch. Tun Sie das auf jeden Fall. Gerne. Und, darf ich es einmal selber ausprobieren? Aber natürlich, kommen Sie, ich mach's mit Ihnen. Ja, wir? Ja, jeder eins. Nehmen hier? Ja. Und jetzt. Ihre ist umgefallen. Ja. Ihre ist umgefallen? Meiner läuft noch. Der geht noch. Ja, und was ist? Moment. Sehen Sie, jetzt haben wir was falsch gemacht. Wie können wir das machen? Ja, Guido. Ja, sag mal, wie schaust denn du aus? In was ist denn der reingefallen? So ein Pech. Ich park war mal, will die Enten füttern, rutscht aus, glitschig und bums, in Gatsch. Da schau dich. Hier. Na, da jetzt die Stiefel. Hier. Beide Stiefel, eisdreckig. Eisdreckig. In Gatsch ist er gefallen. Am gescheitesten weiß, man setzt dir also ganz in die Badewanne und tät die abrausen. Aber das geht ja leider nicht. Warum nicht? Warum? Ja, weil da müsste man durchs Schlafzimmer und das wäre nicht so gut. Eva, ich verstehe schon, geht's ihm noch immer nicht besser? Er hat sich jedenfalls bisher noch nicht blicken lassen. Na, aber so weißt du was, wir gehen jetzt in die Küche, da haben wir auch Wasser und Seife. Herr Guido, so länger dabei auch. Ja, ich helfe Ihnen dann bei der Restaurierung. Wo ist denn meine Schwägerin? Ha? Ja, das bist du schwer. Die Hilla, wo ist die Hilla? Die ist da drinnen beim Dr. Gröner. Der Dr. Gröner, den gibt's auch noch. Ja, hat er noch nicht genug von unserer Familie? Ich glaub nicht, so schnell kriegt der nicht genug. Olli, pass auf, Handel musst du. Ja. Ja. So. Herr Doktor, wann immer Sie Sorgen haben, kommen Sie zu uns. Gerne, gerne. Versprechen Sie mir. Ich verspreche das. Ich danke Ihnen. Und mir geht es immer gleich viel besser, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe. Das freut mich. Und ich rufe ganz sicher nächste Woche an. Tun Sie das. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Alles Gute und liebe Grüße an Ihren Mann. Danke. Und gute Besserung. Ja, wir nachrüsten. Wiedersehen. Wiedersehen. So, jetzt möchte ich doch sehen, ob es mir gelingt, den Franz aus dem Bett zu holen. Das wäre doch gelacht. Es wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Franz! Franz!
Naja, da ist nichts zu machen. Die Tschucken, was die? Was ist mit denen? So, Kinder. Alter, oh, ein Unglück. Der Druck, du. Ein Unglück, umgefallen ist er. Na, geht schon wieder. Na, wunderbar, wunderbar. Und ich, rufst du die? Du, da ist ein Telefon, Autobahn, ja? Und du rufst, sehr gut, komm her, ich sag dir, was du machst. Du rufst an und sagst, es ist etwas passiert. Und sie sollen einen Überfallswagen oder Reparatur oder was. Und wir probieren das noch. Du es aufbauen, ja? Welches ist deines? Das Gelbe? Das Rote und das Blaue. Du bist ja ein reicher Mensch, lauter Oldtimer. Wunderbar. Also, jetzt geht's wieder los. Moment. Da ist das drauf. Da hast du das. Das gibt's eine. Ja, gibt's eine. In die Rille. Komm her. Komm her. Oh, Liver. Gibt's eine? Gib's eine, komm. Moment. Ja, Moment. Moment, das kann ja jeder so. So, und jetzt drücken wir und weiter geht's. Du, der dreht sich. Das ist ein Rennbahnautomat. Frau Sokol. Ja, Gnefrau. Ich riskier's. Was riskieren Sie denn, Gnefrau? Ich fahr nach Sievering. Schau mir die Möbel an. Mit meinem Mann kann ich nicht rechnen. Geht's ihm noch immer so schlecht? Das weiß ich nicht. Der schläft. Und der schläft so, dass ich glaube, nicht einmal ein Erdbeben könnte ihn wecken. Mein Vater, das ist am allerbesten. Er büßelt sich seinen Kater hinweg. Sagen Sie mal, der Guido spielt da drinnen mit dem Oliver und so versunken, dass die beiden mich nicht einmal gehört haben. Wann sind denn die gekommen? Ja, vorhin erst. Die waren im Park miteinander. Sieh, dieser Guido, der ist wirklich ein idealer Babysitter. Sehr ideal. Ist unglaublich, wenn er bei dem Kind ist, dann ist überhaupt alles in Ordnung. Ja, völlig in Ordnung. Er hat eben viel bessere Nerven als die Elfi oder der Ernstl. Ja, das muss man wirklich sagen. Sagen Sie mal, was putzen Sie da herum? Der hat so gute Nerven, dass der kleine Bauer mein Gatsch gefallen ist. Ach so. Ja. Frau Sokol, ich muss jetzt gehen. Ich werde mich sehr beeilen und bin bald wieder da. Ja? Bitte, Gnefrau. Na, zack. Da bin ich noch eine Stunde. So. Na, wunderbar. Ja, auf der Autobahn, da fährt ein gelber Schwamm. Er fährt nicht mehr. Zusammengestoßen ist er so. Eine große Kalamität. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt bleibt das. Ja, du gibst das eine. Ja? Na, essen kannst du es nicht, den Rente. Du, der liegt da im Magen. Oh, Liver, mach das nicht so. Und daher, jetzt gibst du es da hin. So, und jetzt üben wir weiter. Ja, jetzt kommt eine Sirene. Das ist von der Wagen von der Gendarmerie. Und jetzt fahren wir, drauf. Wunderbar. Umgefallen ist er, ohnmächtig geworden. Ja. Oder hat er kein Benzin mehr? Ich gebe ihm einen Schliwowitz vielleicht vor der Dame. Ja. So, jetzt kommst. So, ich drücke. Gar nichts. Hin ist er. Komm. Kannst du's? Na, und jetzt? Ja, schon. Du, das hat keinen Zweck. Das ist ja furchtbar. Hab ich das ruiniert oder du? Ich glaube, ich hab das ruiniert. Ja. Der hat Angst vor dir. Du, der hat Angst. Weißt du, ein Pullover wird das nie. Aber wenn man es einhat, wird es vielleicht der Schlafrock für den Neuberg. Na, zack. Ja. Natürlich, wenn man in diesem Haus künstlerisch arbeitet, wird man dauernd unterbrochen. Das weiß er da. Schönen guten Nachmittag, liebe Frau So. Warum starren Sie mich an, so wie ein Weltwunder? Erkennen Sie mich nicht? Ich bin's. Der liebe Henzi. Ich meine, mein einnehmendes Äußeres müsste Ihnen doch schon vertraut sein, liebe Frau Sockel. Erstens nicht Sockel, sondern Sockel. Und zweitens, ich bin halt nicht heiß. Auf ein vertrautes oder ein bekanntes Gesicht und auf vier Gesichter, muss ich überhaupt sagen. Können Sie nicht verstehen, dass wir einmal am Samstagnachmittag seine Ruhe haben? Aber liebe Frau Sockel, ja. Niemand versteht
besser als ich, nicht, dass Sie Ruhe brauchen. Ja, so scheint sie aus. Was sagen Sie, was ist mit Ihrem sprichwörtlichen Charme, mit Ihrer Liebenswürdigkeit, mit der Sie mich sonst immer so in reichem Maße zu überschütten pflegen? Nicht, heute haben Sie mehr so an Amour, wie ein Kreuzspinn, wann ausgeweißend wird. Ja. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich halte Sie auch gar nicht lang auf. Ich möchte nur 5 Minuten den Herrn des Hauses sprechen. Ich nehme nicht einmal einen Kaffee von Ihnen heute. So, dass Sie es wissen, weil Sie so grauslich zu mir sind. Ach, das war ein Wink mit dem Vorschlaghammer, nicht? Aber der Herr Sektionschef, der ist nicht zu sprechen, der schläft. Ja, der schläft. Das ist aber sehr schlecht, dass der schläft. Es geht nämlich um Folgendes. Wissen Sie, liebe Frau Sockel, der Herr Sektionschef hat sich bei uns vor einigen Wochen einige Bücher ausgeborgt. Und die brauche ich dringend, weil wir heute Inventur machen. Machen Sie die Inventur heute später. Oh Gott, ist das eine rührende Einfalt. Machen Sie die Inventur später. Am 2. Jänner, wie Sie nicht machen können, da hat der Ernstl keine Zeit. Am 3. hat die Christine keine Zeit. Und gestern ging es auch nicht. Also heute ist wirklich der späteste Termin für diese. Schauen Sie, liebe Frau Sockel, lassen Sie mich doch nicht hier stehen und winseln wie ein Hund. Passt Ihnen aber gut. Nicht bitte, sind Sie so nicht. Irgendjemand wird doch in dem Haus sein, der mir die 4 Birken geben kann. Oder ich gehe zu Herrn Sektionschef ins Arbeitszimmer. Nein, denn bitte, Sie gehen nicht hin. Bitte gehen Sie nicht hinein, Herr Heinz. Schauen Sie, der Herr Guido ist drin und der spielt so lieb mit dem Oliver. Und wenn Sie reingehen, ist wieder der Teufel los. Kommen Sie meinetwegen in die Kuchel mit. Da. Setzen Sie nachher. Und wenn dann der Herr Guido noch der Jausen schreit, dann können Sie einen. Ja, ich meine, ich wollte Sie ja gar nicht aufhalten. Aber. Frau Sockel, nicht? Ich. Also. Verzeihen Sie, nein, Frau Sockel, bitte, es ist so, aber eigentlich müsste ich natürlich in der Firma anrufen. Warum müssen Sie anrufen? Weil mir mein werter Zompagnon nie im Leben glauben wird, dass Sie mich hier mit Kaffee und Peregrine-Kipferln vergewaltigen, während er und die Christine im Schweiße ihres Angesichtes durch den Bücherstaub warten. Ja. Ha! Aha. Jetzt verordnen Sie mir offenbar auch noch Dunkelhaft. So was Blödes, jetzt hat der Herr Guido, wo ist mein Feuerzeuger? Da ist eh schon. Der hat anscheinend einen kurzen gemacht, da drin mit der Autobahn. Ein Irrsinn, eine Idiotie, ein Sofa vor der Durchreise stellen. Frau Sockel, ja, wo sind ich Sie? Ich bin hier, ja, Herr Guido. Ja, ich glaube, es ist ein kleines Malheur passiert. Sie haben einen kurzen gerissen. Sie sagen es genau, wie haben Sie denn das wieder darauf? Wir haben ein paar Schienen angeschlossen. Sie müssen uns. Können Sie Sicherungen auswechseln? Hallo, meine Verehrung, ja. Ich bin's da. Heinz Windeck. Ah, wie ein Schatten. Ich kann Ihre edlen Züge nicht ganz ausnehmen. Jetzt geht's. Servus. Na, ist ja ein Glück, dass Sie da sind. Sie kennen das ja sicher. Keine Beleidigung. Viel besser als die Frau Sokol. Wechseln Sie die Sicherungen aus. Selbstverständlich. Ich meine, wie so oft werde ich mich wieder einmal als äußerst nützlich für die Familie Lafitte erweisen. Ein Utilisator. Liebe Frau Sokol, geben Sie mir eine Sicherung und dann bitte sagen Sie mir, wo das Sicherungskastel ist. Der Sicherungskastel ist im Vorzimmer, aber die sicher. Alter, die wissen es nicht, wo sie sind. Ja. Ich weiß natürlich, wo die sind. Natürlich weiß ich es, aber jetzt im Moment. Das ist sehr fein. Die Ordnung hält in seinem Leben nicht. Aber ich meine, ich hätte vielleicht eine Lösung. Sagen Sie es schon. In einem Haus, wo so liebe Leute wohnen wie. Danke. Sie brennen an. Keine Komplimente. Sicher auch, dass Christkindern einen nach ihm benannten Baum gebracht haben, einen sogenannten Christbaum. Und vielleicht könnte man von jenem Christbaum 1 oder 2 Kerzen herunternehmen, um die allgemeine Dunkelheit etwas aufzuhellen. Der ganze Opa, unseren Christbaum, den wir erst morgen anräumen, aber Kerzen, die haben wir sowieso nicht. Und dann bis morgen halt im Finstern sitzen, bis der Christbaum aufgeräumt ist. Haben Sie die Sicherungen? Jetzt sprechen Sie ein Machtwort. Ich spreche kein Machtwort. Herr Guido, geben Sie ein bisschen Ruhe und warten Sie die Sicherungen zu. Gleich, die werden irgendwo sein. Mir brennt schon der Daumen und ich stehe eh gleich in Flammen. Ein bisschen. Der Daumen steht in Flammen? Ja, gleich. Ein bisschen Geduld. So. Na, Sie macht das eh sehr geschickt. So. Na ja, Frau Sockel, bitte. Herr Guido, was soll nehmen ich Sie dabei die Kerzen mit. Beide. Schauen, wo die. Geht in Ordnung, bitte schön. Ist, jawohl, wir bitten darum. Sie machen es. Danke vielmals. Wunderbar, so gehen wir. Also ich muss sagen, diese Candlelight-Beleuchtung hier ist wirklich so von einer nachweihnachtlichen
schönen Romantik, aber ich meine, eine Dauerlösung ist das auch keine, Frau Sokol. Wenn ich nur wüsste, wo diese depperten Sicherungen sind. Vielleicht hat der Sektionschef im Nachkastel oder unterm Kopfpolster, ich weiß. Liebe Frau, pudeln Sie sich wieder herunter. Ich meine, es wird doch irgendjemand in diesem Haus geben, der nicht nur Sicherungen besitzt, sondern auch weiß, wo sie sind. Schauen Sie, Ihrem berühmten Charme kann doch kein Mensch widerstehen. Hm. Vielleicht setzen Sie Ihre Hinterpratzeln in Bewegung und gehen zu Frau Neuberger oder zum Dr. Hollmann. Nicht zum Beispiel der Hollmann. Der ist doch so ein penibler, korrekter Mann. Ich bin überzeugt, dass der genau weiß, wo seine Sicherungen sind. Also ja. Dämpfen Sie Ihren Chic aus und auf, nicht? Machen Sie sich auf die Jagd. Es bleibt mir nichts anderes übrig, aber ich habe eine Idee. Der Neuberger da erzählt gestrickt, da wird sehen, wie viel ich gearbeitet habe. Da wird es mir doch eine Sicherung borgen. Ich komme gleich wieder, ja? Das ist fein. Ich schau mal, was ich da rein. Ich bleibe inzwischen hier als Hüterin des Herdes und werde versuchen, jede Panik zu vermeiden. Oliver! Ruhe, Geduld, gleich kommt die Frau Sokol. Was bringt sie mit, die edle Frau? Sicherungen. Ja, und was machen wir spielen? Aber was anderes, ja. Nämlich, ich spiele überhaupt nichts mehr. Ja, ein Mordshunger. Hast du auch einen Hunger? Na bitte, was soll man machen? Oliver, na Mölti, wo bist denn? Du, melde dich, ja. Ich sehe ja deine Augen funkeln, die Pantheraugen funkeln. Wo bist denn? Dass sie nicht die Na, Oliver, jetzt ist wirklich zu blöd. Es wird nicht rumgespielt, kein Versteckerl spielen, ja? Entschuldigung, bitte. Ich möchte Sie nicht in Ihrem Monolog stören, lieber Wieso? Herr. Wieso? Monolog? Ich bin doch nicht beim Theater. Der Oliver, der Lauser, hat sie versteckt und möchte sie nicht und will mich pflanzen. Aber ich, den Freude tue ich ihm nicht. Ich suche nicht. Oliver, wehe dem, der. Und du weißt schon. Also, soweit ich da mit meinem Funsel ausmachen kann, da ist er nicht. Da muss ich ein besseres Versteck ausgesucht haben, der Oliver! Möcht sie nicht. Was ist denn? Vielleicht schauen wir da mal. Schauen Sie noch. Vielleicht ist er im Arbeitszimmer. Der Oliver Pflanz. Oliver! 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 Komm, Oliver, komm raus! Oliver! Komm raus, oder ich mach Oliver! Anti-autoritären Erziehungstheorien über den Haufen und dir eine über den Hintern. Eva! Und wehe dir, wenn. Ja. Du warst weh. Komm raus. Also, lieber Herr Guder, da ist auch nichts. Ja, aber wieso denn immer? Ja, die. Ha! Ha es Na wunderbar. Bitte! Warte, die ganze Zeit da. Ja, das ist ja zufrieden. Toll! Wie haben Sie das gemacht, Frau Sokol? Das habe ich ganz einfach gemacht. Ich bin zu der Neuberger gegangen, habe eine Sicherung ausgepackt und habe sie eingeschraubt. Ja, wir haben, glaubt, das ist ein Genie, diese Frau. Ein Genie, aber wir haben glaubt, immer so. Gratuliere. Der Oliver ist mit Ihnen, Oliver? Nicht? Wieso? Mit ihm ist er raus. Fragen Sie mich das, der war doch die ganze Zeit hier im Zimmer. Er war hier, aber er ist nicht mehr hier, Frau Sokol. Und wo ist er denn dann? Wieso? Was fragen Sie mich das? Ah, Sie wissen doch, wie gern der Versteckerl spielt. Ausgeschlossen, ich war die ganze Zeit im Zimmer, aber er ist weder hier. Noch im Arbeitszimmer drin. Ah, das kann sein, der hat sich vielleicht im Klo versteckt. Ah, das Klo, ist, das ist eine Idee. Eine Möglichkeit. Nein, im Klo ist er auch nicht. Liebe Frau Sokol, ja? Pflegen Sie eigentlich immer die Tür sperrangelweit offen zu lassen, wenn Sie eine Wohnung betreten oder verlassen? Nein, wieso eigentlich? Warum? Na, weil ich die Tür in diesem Zustand vorgefunden habe. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach war die Tür genauso sperrangelweit offen, wie Sie rüber zur Frau Neuburger sind. Das waren doch nur die 2 Minuten, wo ich mir die Sicherung ausgepackt habe und wieder her. Frau Sokol, nur die 2 Minuten? In einem Bruchteil dieser Zeit sind schon Kinder gekidnappt worden. Sagen Sie, spinnen Sie? Ja, aber das ist aber nett, dass du zu mir gekommen bist, Oliver. Tut noch dein Bauch weh? Du, mein Bauch tut überhaupt nicht mehr weh. Außerdem hat mir der Kopf mehr weh getan als der Bauch, aber ist ganz egal. Na, was machen wir jetzt, Oliver? Liest mir eine Geschichte vor. Ich lese dir eine Geschichte vor, ja. Hast du ein Buch mit? Ah ja, die da. Ja, da hat ja so was. Sehr schön. Was ist denn das für... Einen Moment, muss ich aber erst meine Brille suchen, weißt? Weil, wie ich so jung war wie du, habe ich auch noch ohne Brille lesen können. Aber jetzt geht das ohne Brille nicht mehr. Aber mit Brille geht das Tadel. Na, geht die auch nicht. Ist die, ja, hast du gleich bemerkt, dass die falsche Brille ist? Ja, das ist die falsche Brille. Jetzt werden wir mal schauen, wo die echte ist. Ich kann sehen. Was kannst du?
Ich kann sehen. Du kannst was? Sehen kann ich. Ah, du kannst sehen. Ja, sehen kann ich auch. Ah, zum Glück, ja, ja. Weißt, das ist meine geheime Tasche. In der Tasche habe ich alles drinnen, was ich so zum täglichen Leben brauche. Zum Beispiel auch die Lesebrille. So, mit der Lesebrille geht das natürlich sofort. Na, ärgern dich auch die Sachen so, wenn sie sich so widersetzen? Ich hab das gar nicht gern. Aber bitte, die Sachen kümmern sich nicht drum. So, jetzt können wir lesen. Jetzt können wir lesen. Was haben wir denn da? Wir haben Minna Lachs und Angelika Kaufmann. Was raschelt da im Bauernhof? Na, was wird da im Bauernhof rascheln? Es war einmal eine kleine gelbe Henne, die sich immer fürchtete. Besonders fürchtete sich, wenn sie allein war. Eines Nachts wachte sie erschrocken auf. Was rasselte denn da draußen vor der Tür? Ich fürchte mich nachzuschauen, sagte die kleine gelbe Henne zu sich selbst. Am Ende ist es eine Maus. Und vor Mäusen fürchte ich mich ganz besonders. Ich wecke lieber den Hahn, der ist stärker als ich. Soll der Hahn einmal nachsehen. Also schlich die kleine gelbe Henne zum anderen Ende des Hühnerstalls und dort weckte sie den Hahn. Siehst du, da sind auch schöne Bilder dazu. Wach auf, flüsterte sie. Ich höre jemand draußen vor der Tür. Gewiss ist es eine Ratte. Oho, sagte der Hahn. Nein, 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 da rufen wir lieber den Truthahn. Der ist größer als ich, soll der Truthahn einmal nachschauen. Also schlichen die kleine gelbe Henne und der Hahn zur Hintertür hinaus und liefen zu dem Verschlag, in dem der Truthahn schlief. Wach auf, sagte der Hahn, es schleicht jemand im Hühnerhof herum, gewiss ist es ein Igel. Oho, sagte der Truthahn, also da rufen wir lieber den Hasen herbei, er ist älter als... Störe ich das Kaffeekränzchen? Oder vielleicht einen Spieltrieb, Heinz? Störe ich den? Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ein bisschen gereizt, das gebe ich ohne weiteres zu. Aber das ist ja ungeheuerlich. Stellt euch das einmal vor. Inventur. Wisst ihr, was das heißt? Inventur, das Unterste wird nach oben gekehrt. Hinter jedem Recklampbüchel bin ich her. Was tut mein Kompagnon? Er seilt sich ab. Er seilt sich ab unter einem fadenscheinigen Vorwand. Wahrscheinlich will er... Na ja, also ist ja egal. Es ist ungeheuerlich. Es ist ungeheuerlich. Er ist nicht auffindbar. Er hockt hier herum, während wir, die gute Christine und ich, während wir uns plagen. Wir schuften, verstehst du, Inventur, und er ist nicht da. Ja, er ist verschwunden. Also, echt? Bitte, das ist wirklich der nahende Vollmond. Wirft was? Seine Schatten kommt voraus. Her. Wieso? Wieso? Darf ich deine Vollmond? Wahnsinnsarie kurz unterbrechen, lieber? Nein, das darfst du nicht. Ja. Das darfst du nicht. Ich ärgere mich nämlich. Wahnsinnig werde ich vor lauter Wut. Warum bin ich nicht selber hierher gegangen? Wärst und du doch Bücher... gegangen, lieber? Aber, nein, ich hätte die Bücher abholen sollen von meinem Vater. Aber was tust du? Du drängst dich ja förmlich auf, hierher zu gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Eisenbahn muss er spielen. Das ist keine Eisenbahn, das ist eine Autobahn. Bitte schau hin, das ist in deiner Jugend vielleicht noch nicht gegeben. Aber nein, das Telefoniker, wäre süß, ja? In meiner Jugend hat es nicht gegeben. Einen Moment. Darf ich auch einmal ein Wörtchen, dass ich dran komme? Entschuldige, Gruppe. Entschuldige, dass ich esse. Servus. Ich habe eine Nachricht für dich. Ja? Die Sache ist nämlich die. Entsetzlich. Ja, es ist schrecklich. Ja, ja, ja. Es ist sowohl entsetzlich als auch schrecklich. Schrecklich nämlich insofern, als man sich in diesen Zeiten auf seinen besten Freund nicht mehr verlassen kann. Aber, verstehst du? Bitte, ich versuche dir doch zu erklären, bitte, was versuchst du? Ich bin hier ein... Darf ich kurz bitte? Weil es ist nämlich für Sie, Herr Ernst, was? Das Fräulein Christine ist dran, sie sucht was. Sie sucht was? Ja. Natürlich sucht sie was. Sie sucht immer was, weil mein Kompagnon es verabsäumt, die Akten abzulegen, nicht? Ja. Hoppla. Vorsicht. Das sucht sie ihm. Ja, ja, ich hab schon gemerkt. Dass du nichts zustellst. Also, nicht. Na, ich trau mich nicht, ihm zu sagen, dass der Bub verschwunden ist. Na, der bringt uns... Nachterei alle miteinander um. Glaubt ihr, ich sehe, es bleibt natürlich wieder bei mir hängen. Wie alles in diesem Haus. Also gut, ich nehme auch das noch auf mich. Ja, keine Nervosität, Christine. Ich bitte Sie, ruhig Blut, Christine. Ja, ich verspreche es Ihnen, ich komme sofort zurück, sobald ich kann. Ja,
Aber natürlich, den Heinz bringe ich auch mit. Aber ist doch ganz klar. Ich bringe ihn mit, falls er es nicht vorzieht, hier zu bleiben und mit der Autobahn zu spielen. Was? Nein, nein, ich mache keine Witze. Oh, wenn Sie wüssten. Nach Witzen ist mir überhaupt nicht zumute. Also gut, jetzt hören Sie zu. Christine, passen Sie auf. Sie wollten doch wissen, wo die Kiste mit den gewissen Büchern ist, nicht wahr? Also, wenn Sie mich reden lassen, dann sag ich's Ihnen jetzt. Im Magazin ist diese Kiste mit den gewissen Büchern. Im Magazin, hinten links. Hinten links, ja. Aber Sie brauchen sich überhaupt nicht aufregen, Christine. Die Sache ist gar nicht mehr wichtig. Seit das Buch nicht mehr verboten ist, kümmert sich eh kein Mensch mehr. Ja, ja, ich verspreche es Ihnen, ich komme dann sofort. Ja, wiederschauen. So, und jetzt habe bitte die Güte, gib mir... Ah, du willst nicht reden, du willst nicht hören, was ich dir sag. Nein, eben. Vielleicht auch diesen, nicht wahr? Und nun, die ja, berühmten eben. Drei Affen. Ja. Also jetzt pass auf. Die drei Affen. Du, bitte, ja. Gib mir die Bücher, die du von meinem Vater zu holen hast oder holen wolltest, und dann kommst du sofort mit mir ins das Geschäft. Ich werde dir sehr verbunden. Lieber Ernst, auf die Gefahr hin, dass es dich jetzt zerreißt, ich habe die Bücher nicht. Du hast sie nicht? Nein, ich habe sie nicht. Ach, du warst nur zum Spielen hier. Ja, natürlich, nur zum Spielen. Ja. Bitte, Herr Ernst, also ich muss wirklich, obwohl ich es ungern tue, den Herrn Heinz in die Seite treten, weil es ist nämlich wirklich meine Schuld. Ich habe ihn nicht hereingelassen. Warum? Weil es ja dem Herrn Papa schlecht gegangen ist. Eben, was? Mein Bruder. Ist schlecht gegangen? Ja. Ja, sehr schlecht. Und wie geht's ihm jetzt? Na, er hat sich nicht gerührt. Hat sich nicht gerührt. Er hat sich nicht gerührt. Er hat sich nicht gerührt. Also, Blödsinn. Ich begreife euch nicht. Ich möchte wirklich wissen, was habt ihr die ganze Zeit gemacht? So einen ruhigen Samstagnachmittag hat es hier in diesem Haus ja überhaupt noch nicht gegeben. Und keiner von euch kommt auf die Idee hineinzuschauen, wie es dem alten Mann da drinnen geht. Ja, auf diese Idee kommt ihr ja nicht. Das ist unglaublich. Aber ich komme auf die Idee. Ich mache das jetzt. Ich schau. Hol, nein, das ist wirklich. Der haut sie um. Schau jetzt hinein. Na, servus. Jetzt haben wir ihn auf. Den Schirm. Den Bauern, der ist klüger als ich. Soll der Bauer einmal nachschauen. Also liefen die kleine gelbe Henne, der Hahn, der Truthahn, der Hase und der Hund so leise sie konnten hinüber zum Bauernhaus. Mach auf, Bauer, und komm schnell heraus, sagte der Hund. Ein großer brauner Bär ist in unserem Hof. Man kann ihn trampeln und brummen hören. Hallo. Grüß dich. Entschuldige, dass ich dich störe. Servus, wie ernst du? Denn, wie kommst denn du da her? Hast du Temperatur? Nein, mir fällt überhaupt gar nichts. Wer erzählt dir denn solche Geschichten? Servus, Oliver. Die da draußen haben gesagt, dir geht's nicht gut. Wer sind denn die da draußen? Ja, die Sokol und der Heinz und der Gute haben gesagt, es geht dir nicht gut, jetzt war ich in Sorge. Und ich ist der Gehe. Nein, das ist ja du sollst dich schon und da tust du vorlesen. Nein, warum soll ich nicht vorlesen? Mir fällt ja nichts im Hals. Mir hat ein bisschen kleines Kopf, aber nicht recht. Also hast du dich verkühlt oder was war das jetzt? Ein Meckerzer, Kackerzer oder was? Naja, gehustet. Weißt du, gehustet hat er. Ist sehr schwierig, sehr schwierig. Weißt du, am liebsten steht er ja mit dem Kopf am Bett. Der Oliver? Ja, siehst du? Na, wunderbar. Hab ich doch gewusst. Na, da geht's dem wenigstens gut, ja. Ja. So. Na, da bin ich wirklich froh, dass alles in Ordnung ist. Noch ein bisschen wieder raufspringen? Oliver, komm, spring mal wieder herauf. Komm her. Damit dich der Papa auch sieht. Komm her. Eine schöne Hechtrolle jetzt? Oder ja, wunderbar. Er wäre für Rodeo auch sehr geeignet. Ja. Schau zum Beispiel, ich glaube nicht, dass da jemand auf dieses Pferd sich draufsetzen könnte, wenn das Pferd so kommt. Die Mama wird da wahnsinnig, wenn sie dich da so herumtoben sieht. Ja, aber dieses Herumtoben macht mich wieder gesund. Warum musst du gehen? Wir haben Inventur. Ich bin so nervös heute. Ich habe den Heinz jetzt so angefahren, es ist zu blöd. Weil ich habe ihm gesagt, er soll die Bücher holen, die ich dir geborgt habe, verstehst du? Das kann ja gar nicht schaden, wenn es den Heinz einmal anfährt. Welche Bücher? Die ich dir geborgt habe. Ich brauche sie wegen der Inventur, du kriegst sie dann wieder zurück. Und die Christine wartet. Na, wenn du einen Moment Geduld ist, werde ich dir die Titel der Bücher sagen, muss ich die Bücher selber hineinlegen. Ja, also wenn ich mich gedulden soll, dann ziehe ich mir aber wirklich den Mantel aus. Aber zieh dir den Mantel aus. Ich weiß ja überhaupt nicht, warum du dich da so anziehst wie für eine Polarexpedition. Ja, hör mal, Polarexpedition. Weißt du, dass es in Wien heute dieselbe Temperatur hat wie in Moskau? Aber wenn du
die Zeitung gelesen hast, wenn du mir jetzt noch verratst, was für eine Temperatur in Moskau hat. Nur dieselbe wie in Wien. Das ist gut. Und für heute Nacht werden im Wald- und Mühlviertel Temperaturen bis minus 25 Grad erwartet. Minus, da ist endlich einmal erfrischend, nicht wahr, ist diese Hitzewelle. Ja, naja, für dich ist das natürlich eine herrliche Temperatur. Ja, mal schauen, wie dich der Pup schon gern hat. Ja, wir sind ja alte Freunde schon. Du, der wird die bald so um den Finger wickeln, wie einstmals deine Dienerl. Und die haben die ja alle um den Finger wickeln. Niemand. Mich hat noch niemand um den Finger wickeln. Nein, dem wird das auch nicht. Dem wird das auch nicht gelingen, diesen Lauser hier. Ja, das glaube ich schon. Der wird sehr bald, wird dich der siehst. Na schau, bitte. Wunderbar. Stell dir vor, wenn der Opa das jetzt auch macht, dann schlaft sie heute Nacht auf Matratzen hier am Fußboden. Na, die, schau, die Oma, das Einzige, was angenehm ist, dass das Kind so schüchtern ist. Ja, aber wir werden schon auflocken, ein bisschen, gell? Ja. Wenn es ein bisschen lebhaft wäre, etwas erleichtert, aber so. Es ist ja nicht und nicht dazu zu bewegen. Es macht dich nicht so müde. Jetzt gehen wir zur Elfi hinunter, hörst du? Ja, da wird die Elfi aber eine Freude. Ja. Na ja, dann wird er mit. Jetzt kommt er noch ins Bad.